Mustafa is a PhD student at the University College in London, studying information security and focusing on decentralized systems. Mustafa was a co-founder of Lulzsec, a hacker activist group some of you might have heard of. And with that, please give a warm applause to Mustafa. Willkommen. Du hörst gleich den Vortrag zu der Enttarnung englischer Sockenpuppen hier vom 34. Chaos Communication Congress in der Übersetzung von Oliver. Wir haben jetzt hier momentan keinen Audio-Stream, das heißt, wir werden nur die Folien vorlesen. Und hier geht es gleich los. Über das vergangene Jahr haben wir eine ganze Menge über Social Media gehört, wie das benutzt wird, um Menschen mit Fake News zu manipulieren. Das erste ist, der Präsident der Vereinigten Staaten ist häufig von Twitter-Robotern manipuliert worden. Und eine weitere Meldung ist, dass die Twitter-Roboter die Wahlen verändert haben, oder die Wahlergebnisse verändert haben. Es gibt in England eine Einheit, die heißt Joint Threat Research Intelligence Group, gemeinsame Bedrohungsforschungs- und Analysegruppe, also Intelligence, Verständnis, Analyse. Diese JTRIC benutzt dreckige Tricks, um zu zerstören, zu Zugang zu verhindern, zu verschlechtern und zu durcheinander zu bringen. Und zwar bringen sie Feinde durcheinander und sie versuchen, sie in Misskredit zu bringen. JTRIC, also diese Gruppe, war in einige Operationen verwickelt, wo soziale Medien manipuliert wurden. Und dazu gehört Hacktivists, Iran-Proteste, Syrien-Proteste und Bayran-Proteste. Bahrain, Entschuldigung, nicht Bahrain. Hier ist eine zeitliche Auflistung, was den Vortragenden zu seinen Forschungen veranlasste. In 2011 hat er Lulzsec mitgegründet, mit ein paar anderen zusammen. In 2012 ist er in England angeklagt worden. Die Anklage hatte keinerlei Erklärung dazu, wie unsere echten Identitäten tatsächlich aufgedeckt wurden. Wir waren online ja nur mit Synonymen unterwegs. Das ist schon mal merkwürdig. Und in 2013 hat Snowden angefangen, Dokumente zu verteilen, zu leaken. Und in 2014 hat NBC publiziert, ein Snowden-Dokument publiziert, in dem drin steht, dass das General Communications Headquarter von England, es ist der Geheimdienst, die Gruppen Anonymous und Lulzsec speziell ins Visier genommen hat. Aha. Also das GCHQ hat Anonymous, die Hackergruppen Anonymous und Lulzsec speziell ins Visier genommen, Hacktivist-Gruppen.
Die sind vielfältig und häufig gibt es viele davon und sie haben mehrere Arme. Poke. Poke hat eine Datenbanktabelle mit dem Namen FBI in einem IRC-Channel besprochen, der Non-Ops heißt. Und Poke war mit Poke haben sie Kontakt aufgenommen, engaged with Target. Und er ist dabei, amerikanische Webseiten auszubeuten, zu ja, exploiten und amerikanische Firmenwebseiten zu exploiten. Also sie sammeln im IRC-Channel menschliche Intelligenz, indem sie einfach mit denen reden. So, der GCHQ-Agent, also der Geheimdienstmitarbeiter, hat private Nachrichten an Poke, einen privaten Kontakt mit Poke aufgenommen. Hier sieht man also diesen Dialog. Und das GCHQ hat verdeckte Agenten im IRC-Channel aktiv gehabt. Die haben in mehreren Channels einfach rumgehangen und haben normalerweise nichts auf öffentlichen Channels gesagt, bis auf Hey oder LOL oder irgend sowas alle paar Monate. Wahrscheinlich, damit sie nicht wie Bots ausgesehen haben. Sie haben häufig private Nachrichten an Menschen in ihr IRC geschickt und haben halt versucht, die dazu zu bringen, Informationen über andere zu bestätigen oder die halt einzufangen. Es gab so viele verdeckte Ermittler, dass sie sich sogar zum Teil gegenseitig ins Visier genommen haben. Hier der eingekreiste Kommentar: There is an issue with undercover cops. Okay, also es gibt ein Problem damit, dass Geheimagenten oder verdeckte Agenten sich gegenseitig in den Channels targeten und bearbeiten, sag ich mal. Normalerweise sendet der GCHQ-Agent einen Link und identifiziert den Benutzer. Das wird dabei gemacht, indem man einen Link-Shortening-Service benutzt, wo sie dann die Möglichkeit haben, einfach abzugreifen, wer jetzt halt gerade das war, der diesen Link angeklickt hat. Du bleibst. Ich kann teilweise. Okay. Also die benutzen einen URL-Shortening, also einen Abkürzungsservice. Und die Abkürzung Lure Me oder Lure Me könnte man auch so lesen wie Fang mich ein. Locke mich. Lure ist locken. Geheimdienste spielen ja oft auch gerne mal mit Worten. Also J-Trick, diese Einheit, die auch mit schmutzigen Tricks arbeitet, hat einen Katalog von Tools und Techniques, von Werkzeugen und Techniken. Und hier sieht man einen Auszug aus deren Wiki, wo halt eine solche Technik beschrieben wird.
So, also die Timeline oder die zeitliche Abfolge von Lulmi auf den sozialen Medien. 2009, die Domain ist registriert und die Webseite ist hergestellt. 2009, da sind Links über Iran-Proteste rausgeschickt worden. 2010 keine Aktivitäten. 2011 ist es benutzt worden, um Links über syrische Proteste rauszuschicken. 2011 ist es benutzt worden, um gezielte Links auf Bahrain-Proteste rauszuschicken. 2012 keine Aktivitäten. 2013 ein Tweet, der sich mit Kenia beschäftigt hat. 2013 ist er im November offline gegangen. Alle Social-Media-Aktivitäten sind irgendwie mit politischen Aktivitäten im Mittleren Osten und Afrika im Zusammenhang. Und hauptsächlich kommen sie von Eierkonten mit niedriger Aktivität. J-Trick hat eine Unterstützung aus dem Bereich der Verhaltenswissenschaften. Und das hier ist ein Auszug aus einem Geheimdokument, wo Beispiele der Effekte von Online-Operationen im Human Intelligence, also menschlichen Geheimdienstarbeitsbereich sind. Also die Ziele von J-Trick im Iran waren erstens die iranische Führung und das Nuklearprogramm in Misskredit zu bringen. Das zweite war Verzögern und Stören von Online-Zugang zu Materialien, die in einem Nuklearprogramm gebraucht werden könnten. Drittes Ziel war die Durchführung von online-menschlicher Geheimdiensttätigkeit oder Human Intelligence Collection. So. In @2009 Iran Free ist das Hauptkonto von dieser J-Trick Iran Kampagne. Und das ist im Prinzip hat den Eindruck erweckt, also ein Sock Puppet, eine Sockenpuppe ist, wenn der Eindruck erweckt wird, dass es sich um eine Person handelt, aber das von jemand ganz anderem mit ganz anderen Zielen gesteuert wird. So, und hier ist eine Auflistung der 2009 Iran-Free-Aktivitäten. Wollen wir vielleicht mal tauschen? Das sind Plätze tauschen. Die Aktivität, sie teilen miteinander Proxys für mit denen man aus das Sensoring umgehen kann. Das heißt also, was dieses Konto gemacht hat, ist Adressen verteilt, über die man aus dem Iran rauskam. Also da mache ich einfach weiter. Ja, ist ja kein Problem. Also zwei Vögel mit einem Stein treffen. Das ist jetzt so klein, das kann ich auch nicht lesen.
And one of the hidden messages that contains the list of some of the techniques that later use, was also a deep summit. And this essentially is the movement, because what they do is, at the bottom it says, once they keep this hosting target to my communication, the electricity goes, as we saw in the code, which is why they treat these things using their own software. Vielleicht ist. Also jemand war ganz nah dran. Also Nachahmen von Regierungsmitarbeitern. Das Nachmachen in einer echten Person. Ja, sie haben jetzt Sachen versucht, wie Sachen, YouTube-Videos hochladen und andere, um halt Aktivität zu zeigen. Und das Bewerben von Unvertrauen war erfolgreich. In 2010 gab es keine Aktivität. Und dann gab es diese beiden Twitter-Accounts da, die haben über Syrien getwittert und da ging es dann um Zensur und den Widerstand dagegen. Was interessant ist, diese Fake-Accounts, also diese Leute, die sich dafür jemand ausgeben, der sie gar nicht sind, die haben immer nur von 9 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags getweetet, also im Prinzip in den normalen Arbeitszeiten. Ne? Und das halt nur von Montag bis Freitag. Da kann man dann ganz gut sehen, dass das eindeutig bezahlte Agenten sind und eben nicht wirkliche Menschen. Aber es gab sich auch Limitierungen von J-Trick. Die Leute, die Mitarbeiter haben gesagt, dass die Operationen durch folgende Sachen gestört werden könnten. Ein Mangel an Qualität in der Kommunikation mit den Pseudonymen. Ich kann die Folie nicht lesen. Ah, hier. Die Schwierigkeit, in kleinen Gruppen
multidimensionale, aktive, menschliche Informationen zu besorgen. Die Schwierigkeit, sich so zu auszudrücken und so zu sprechen, wie es in den soziokulturellen, demografischen Bereichen, in denen sie arbeiten sollen, benötigt wurde. Ein Mangel an Bildern oder halt Fotos von den Leuten, die sie sein sollen. Genauso halt der Mangel an Zeit, dass sie sich wirklich auch damit beschäftigen konnten, mit dem ganzen Thema, um sozusagen wirklich authentisch zu wirken. Und außerdem gab es Probleme halt einfach mit der Kommunikation auf dem, sozusagen in der Arbeitsstelle, wenn halt der Operativ, also der Agent mit jemandem redet und dann kommt jemand rein und stört. Und dann gab es noch ein paar andere Probleme. Hier ist noch jetzt ein Beispiel von Brian for Brian, auch ein Twitter-Account. Da kann man zum Beispiel jetzt von 2013 ein Tweet, der war mit Kenia verbunden, bei einer Nicht-Sockenpuppe, die dann auch LOL benutzt hat, also diesen Dienst. Das ist dann ja sehr interessant. Und nach 2013, also als die Snowden-Leaks waren, wurde dann sämtliche Infrastruktur und alles, was dann damit eben in Verbindung stand, burned, also vernichtet. Und da ist noch eine Liste an anderen Hostnames, die mit diesem Dienst LearnMe verbunden sind. Leider kann ich die auch nicht vorlesen, weil sie zu klein sind für mich zum Sehen. Malware endpoints or command and control servers that they were using. So if you have any monitoring tools or logs, then maybe you should look up some of these listings. But one of the interesting domain names that I thought was interesting there was dunesadventures.net. And this is the archived dunesadventure.net ist eine Website aus Kenia scheinbar, und die haben da in ihren Latest News etwas drinstehen gehabt, das scheinbar sehr interessant ist. Wir können es beide leider nicht lesen. Wir haben Probleme mit unserem Buchungssystem. Es ist offline genommen worden, und bis wir die technischen Probleme finden, entschuldigen wir uns für alle Probleme. Das steht in den Latest News hier drin. So, das war jetzt scheinbar schon das Ende des Talks. Wenn ihr den lieben Vortragenden erreichen möchtet, dann entweder unter Twitter @musalbas oder unter der E-Mail-Adresse mas@musalbas.com. Und damit verabschieden sich aus der Übersetzerkabine Afrona und Oliver. OS 10.000. OS 10.000. Bitte wendet euch bei Feedback an C3Lingo oder den Hashtag C3T auf Twitter. Sorry für die Unannehmlichkeiten und dass wir eigentlich nichts übersetzen konnten, aber aktuell sind in unseren Übersetzerkabinen keine Audiospuren, die ankommen, und wir können nur sehen, was auf der Leinwand präsentiert wird. Und wir haben beide eine Brille und sehen beide nicht so gut.
Euch noch einen schönen Tag, bis später vielleicht. Dankeschön. I know a lot of people are interested in the talk afterwards, but we'll all get you in. And sorry. So I think that was a very good question, because if you're conducting, if you're doing activism online and you need to be anonymous and you don't want to meet up with people in person, then how do you know that the people you're communicating with, or if you're like in a public group where you potentially accept new members into that group, how do you know or kind of differentiate between who's actually there to harm your group or who's actually there to contribute? And I think the answer there lies in what you share. Don't share information that could with anyone that could potentially put you in harm, even with people that you trust. So essentially, don't trust anyone, and this is a basic OPSEC rule. And this is how Jeremy Hammond messed up a few years ago, because the FBI caught him because he was revealing too much information about his life, like where he eats or something like that, or his previous drug records, and they were able to use that to kind of figure out who he was. And that was the same mistake that Perk made. He was too open and friendly to that agent for no reason. So I think the kind of answer is to do your operations in a way where you don't have to trust people. All right, number one, please. Thank you. How effective do you think these methods are? Because we've seen the number of followers on Twitter and the number of views on YouTube were very low. So how much people is affected by this kind of operations? Yeah, so there was also a slide that I wanted to put in there, that there was a leaked page, another leaked page from GCHQ that had a list of bullet points on what they considered to be an effective operation. And some of those bullet points include how many people clicked that link, how many people watched a YouTube video, etc. So it's pretty much the same way as that you would measure it, how many people view the specific message. Now, in those specific use cases, I don't think they were very successful on a large scale, specifically in the Iran protests, because their Twitter accounts only had very few followers, and their YouTube videos only had a few hundred views. But they might have been more successful in the more targeted cases when they're targeting specific individuals, like during the Bahrain case or the Pope case. All right, next question over there, please. Sure, thank you. So I was just curious if you were familiar with the work of Erin Gallagher. She's done work to try to figure out, kind of quantitatively, and make these visualizations to try to figure out if a particular Twitter account, for example, is a bot or whether it's a person. And there's some, you know, rules of thumb regarding, like, you know, the bots just kind of interact with each other and don't interact with real people. I'm just curious what techniques you may know of to figure out, you know, what is a bot and what is not, and whether you are familiar with those particular lines of research. I'm not familiar with their work, but thank you, I'll check it out. In terms of what kind of metrics that you could use or to see if an account is valid or not, I mean, their tweeting kind of habits, and when they tweet, for example, could be indicative. So for example, we saw this person only tweeted 95, although obviously that's quite easy to make it that it's not the case. Also, I think one useful thing might be interesting to do is try to map the network of these accounts. If you build up like a web of followers, then you might be able to very easily graphically detect very obvious clusters of accounts that are following each other to beat each other's signal. Yeah, for sure. Thank you. All right, let's switch over to mic 6, please. Thank you for the great talk. How would you compare the former British activities to the current Russian activities? Maybe a talk in itself, but... To be honest, I haven't been digging too deep into the details or following too much about the Russian activities, so I can't really comment about that. I don't know how prolific it is. I only mentioned it briefly in the beginning of the slide because it was to give some context. So I'll have to research more into the Russian activities. All right, then let's go to mic 5 again. Thanks. To continue from the person who spoke, that would have been my question. So just to add up onto that, did you stumble up on similar patterns?
coming from, say, Canberra or Washington DC? So these accounts were specific to the UK expressions. There was no kind of collaboration there with other countries within the Five Eyes, like the US and Australia. But I think they might have GCHQ, I think, has collaborated before on the NSA. JTRIG specifically, I think, has collaborated before with the NSA to de-anonymize certain people. So for example, we saw during a few years ago, or last year, I think, there was a drone attack. Someone was illegally killed in a drone strike in Iraq. He was suspected to be an ISIS member, Junaid Hussein. And apparently the way that he was de-anonymized, or the way they found his location, is that the US, the FBI specifically, had an informant that was talking to this person, and that informant sent them a link that was generated by GCHQ, and then through that link, they were able to de-anonymize them. So I think there's some collaboration there, but this is mostly UK activity. All right, unfortunately, this was our last question. We are out of time. Thank you again, Mustafa.